Ja, ich denke, wir waren die überlegene Mannschaft. Wir haben gut Fußball gespielt. Erste Halbzeit waren die Chancen auf jeden Fall da. Und hätten wir das Tor machen müssen, das haben wir leider nicht gemacht. Und ja, deswegen sieht man, dass das eigentlich das Einzige war, was so wirklich gefehlt hat heute. Ich glaube, fußballerisch war es gut. Der Siegeswille war wieder da, die Mentalität war gut. Also ganz ehrlich, also wir haben immer vorne eins mehr geschossen, außer gegen Freiburg sonst und gegen Hertha, aber sonst haben wir immer eins mehr geschossen. Und ich glaube, klar, ich glaube, der Kuhn würde was anderes sagen, der will immer zu Null spielen. Aber ich denke, wir wissen auch, dass wir nicht alles verteidigen können. Aber ich glaube, wir wissen auch, dass wir nach vorne immer mehr Qualität entfachen auch. Ich denke, heute hatten wir schon ein paar Chancen, zweimal Aluminium auch. Wenn wir die eine oder andere Situation noch besser ausspielen, können wir dann auch noch eine Chance kreieren. Aber es macht wieder Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich denke, im Endeffekt war es aufgrund der zweiten Halbzeit leistungsgerecht. Ja, uns tun natürlich die Chancen, erste Halbzeit, die wir vergeben haben, sehr weh. Haben, denke ich, drei, vier gute Möglichkeiten gehabt, das 1-0 zu machen. Und wie gesagt, wenn wir da mit einer Führung in die Halbzeit gehen, denke ich, dann kommt uns das auch zweite Halbzeit zugute. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut ins Spiel reingefunden. Und wir hatten, ich glaube, 300-prozentige, wenn wir die machen, dann steht es schon 2-3-0 zur Halbzeit. Ich glaube, die müssen wir machen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, das war so, glaube ich, eher ein Hingeschiebe und ohne Chancen das Spiel. Aber ja, insgesamt dann ein gerechtes 0-0, auch wenn wir in der ersten Halbzeit die Sachen reinmachen müssen. Ja, natürlich ist in Mainz nicht einfach zu spielen. Aber wie gesagt, wir haben ein super Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Mit ja leider dann die Null auf unserer Seite, was die Tore angeht. Von daher glaube ich, ist ein Punkt dann trotzdem positiv jetzt nach dem Freiburg-Spiel, eine gute Reaktion. Und klar, jetzt ist kurze Regenerationsphase und dann kommt der nächste Brocken dann zu Hause mit Gladbach.